Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem Skyrim Bloody Walkthrough. Und zwar beginnen wir ab dieser Folge jetzt da alle Dethrischen Artefakte uns zu besorgen. Und vorab kann ich euch schon mal sagen, zwei Stück haben wir ja schon mal. Einmal war es das Buch und einmal den Skelettschlüssel. So, uns fehlen noch insgesamt 14 Stück. Insgesamt sind 16. Und ich hätte gesagt, wir schnacken nicht lang drumherum und fangen halt direkt schon an. Zuerst müssen wir erstmal noch Markat. Da besorgen wir uns die Streitkolbe von Molag Bal. Das machen wir mal zuerst. Und vorab, ich hoffe, diese Folge ruckelt und leckt diesmal nicht. Da habe ich jetzt beim letzten Mal echt einiges aufgenommen, habe keinen Speicherstand gehabt, um das Ganze nochmal zu machen. Ich könnte so weinen, könnte ich einfach nur. Und ich habe mir das selbst reingezogen. 2 Stunden, eine Ruckelparty. Und ich weiß nicht mehr warum. Sonst funktioniert es immer. Und da hat es geleckt wie, ne? Ich kann es euch sagen. Gut, wenn wir dann ankommen. Hier müsste eigentlich schon Magier stehen. Den haben wir hier dummes geskippt in der relativ ersten Folge. Dann sind wir hier einfach weiter. Da hat er hier schwätzige Hall. Das macht aber nichts, wenn er hier denn in der Finne. Wir gehen mal mo ins Gasthaus. Silberblut zum Gastwirt und fragen nach Gerüchten. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochrotierte Gang, die Türen. Das ist Gang, das Gasthaus Silberblut. Die Gang. Der Bettler ist selbst schuld, dass er aus dem Tempel von Dibella geworfen wurde. Ja, ja, er hat ja. Einen ganz schönen Krawall veranstaltet. Wenn ich euch nicht helfen kann, die Gang, der ja, Bettler Bruder, ist selbst Alter. schuld, dass Die Gain, der Bettler ist selbst schuld. Gehen wir Die gerade Gain, der Bettler noch mal ist raus und wieder rein. Gain, der Bettler ist selbst schuld. Hey, du Kekala. Von die Bella geworfen wurde. Ja? Die Halle der Habt ihr schon Toten gehört? ist die auch Halle der Toten platinrelevant, ist weil da finde man wurde, eigentlich das macht sich nächste momentan nicht Artefakt. gerade beliebt in der Stadt. Aber es ist immer noch nicht die Quest, die man wollte. Kommt rein. Im Alter. Gasthaus Silberblut gibt. Ja? Ja, Die na Gain, gut, der Bettler dann ist machen wir selbst halt schuld, mal dass er aus erst dem die Quest Tempel mit von dem Dibella Depp, geworfen Alter. wurde. Oh, Die leck. Gain, der Bettler ist selbst schuld. Gut, dann müssen wir erst mal Eddie von den zwei Quests machen. Ah, nicht schlimm. Dem Tempel von Dibella geworfen Oder wissen wir wurde. was? Dann verschieben wir das mit dem Ja, ich habe Streitkolbe noch den von ganzen Molag Tag Bal. Zeit. Vergesse das Ganze einfach wieder. Nadine schlaft wie immer nichts mehr plan. So, dann gehen wir hier mal zu der Halle der Tode, würde ich behaupten. Dann machen wir halt das zuerst. Wenn es nicht anders gewollt ist, von mir aus. Wie immer kriege ich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alla hopp. Dann halt nicht. Du wisch gar nichts, Alter. Lang lebe Cities! So. Die Halle der Toten. Gehen wir nochmal hin. Ach, was, sogar abgesperrt. Weißt du was? Wir warten immer ganz gemütlich, bis es mal wieder hell ist. Aber er hat gesagt, sie ist abgesperrt. Wir warten trotzdem mal ganz kurz. So. Ja gut, ne, die bleibt abgesperrt. Zack, drin sind wir. Die Halle der Toten. Dann gucken wir uns nochmal um, was hier wieder Sache ist. Flüzen wir mal zu dem Anadep. Jo, jetzt wollte ich eigentlich die erste Streitkolbe von Molag Bal machen. Jetzt kriegen wir hier so Mission aufgebrummt. Aber scheiß drauf. Da haben wir halt auch noch Dietrichs Artefakt, das wir bekommen. Von mir aus, von mir aus. Die Quest ist auch ein bisschen kritisch. Werner schon merke, warum. Wird ein bisschen weird. Ah, da ist er ja schon. Hey, Anna, was geht ab? Warum nicht? Wenn es um die Halle der Toten geht, nein.
Die könnt ihr nicht betreten. Ich kann nicht darüber reden. Seid versichert, dass der Jarl jedermann... Wir versuchen dann natürlich mal wieder, wie immer, zu überretten. Die Toten wieder besuchen können. Na schön. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jarl jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Sau gut. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Oh, leck, da hat man's schon gehört, ne? Seid vorsichtig in der Halle. Wird, wie gesagt, ein bisschen verrückt hier. Was darin ist. Gucken wir uns halt mal ein bisschen um, du. Nicht viele würden nach Stahl und Blut. Wer bist denn du und wo bist du? Nee, eigentlich nicht. Läuft das Wasser im Munde zusammen. Eigentlich schon nicht. Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Wo ist sie dann? Kommt sie. Ich höre sie. Da ist sie. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Ich bin kein Kannibale, was willst du von mir? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat wo liegt dieser Ort? Uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Bis dahin seid oh Gott, so beginnt die Quest der Geschmack des Todes. Wir haben größere Pläne. Ich sag's euch, hier wird's richtig verrückt. Aber dann gehen wir dem Anao Bescheid sagen, dass hier die Luft rein ist. Der wird sich natürlich frei. Ey, Depp, Alter. Ich hab's geschafft. Die ist jetzt wieder sicher, Alter. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort einwandfrei. Hier, nehmt Amulett hinzugefügt. So. Dann gehen wir am besten wieder raus hier. Und reisen natürlich mal zu der Höhle, wo sie gesagt hat. Und helfe ihr mal dabei, die wieder sicher zu machen. Was die je für Wesen eine Fresse können, ey. So, da haben wir die Quest. Und wir waren noch nicht dort, aber wir waren denn nicht schon mal bei etwas. Immerhin auch wichtig. Und ich mache mal die Markierung hier auf der Karte weg. Komm, weg mit dem Scheiß. Einwandfrei, da können wir auch gerade hinflitzen, so weit ist es ja nicht. So, du wartest sogar schon. Na? Ihr seid gekommen. Die Draugr, die Namiras Heiligtum. Ich könnte Hilfe gebrauchen.
Aber gut. Abfahrt. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Jetzt gibt's wieder Klobbes. Wo sind sie dann, die Halbverwesene? Kannst bleiben, bleiben, Alter. Oh, leck. So, dann fangen wir an, wo wird er hier, ne? Wär mal erstmal warm, Alter. Was ist denn los? Upsala. Speedbad gut. Mein Schwert in dein heftiges Gesicht, Alter. Ja, geh mal der reguläre Weg. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Gut. Zur Seite mit dir, du Nichtsnutz. Ah, jetzt war da aber halt die Kisch, ne? Scheiß drauf, wir sind hier nicht herkommen zum Lude. Mir wollte die Ficker hier wegtreschen. Na, wie wir schon sehen, ne? Sind jetzt überall Smaragde und Diamanten in der Kiste. Ich bin voll. Warum bin ich schon wieder voll? Eieieiei. Moment, das nehmen wir doch mal mit, oder? Ich hab die Tasche immer noch nicht leer gemacht. Sowas aber. Hey! Open the door, please. Ey, open the door. Sesam, öffne dich. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Du wirst sterben, sterben, sterben. Oh, der Dos wird da. Den müssen wir aber schnell platt machen. Und gib den wieder weiter. Ja, hab ich dich. Hab ich dich. So. Du Haufe Elend, Alter. Wo ist er dann? Oh, wie ist Loch ist zu? Moin. Ihr habt es geschafft. Der Schrein gehört wieder uns. Jetzt müssen wir ein großes Festmahl abhalten, um euch in Amiras Zirkel willkommen zu heißen. Ihr werdet die Ehre haben, frische okay, um wenn er geht. Zu bringen. Und ich weiß auch schon, ich habe die Person dafür. Ein Priester satt vom Geschmack eines leichten Lebens. Bruder Verulus aus Markart. Gebt ihm dieses Gold. Sagt ihm, ihr braucht Arkais Hilfe, um eine alte Höhle nach Schätzen Alter. Zu durchsuchen. Und okay, jetzt müssen wir wieder zu dem Priester zurück, der uns eigentlich einen Auftrag gegeben hatte, die Todesstätte bei der Null nur zu kontrollieren. Aber gar kein Problem. Mit die Platin machen wir natürlich alles. Never. So sieht das Ganze hier nämlich aus. Aber erstmal wieder der Ausgang hier finden. Oh yeah. Gibt's erstmal dickes Festmahl. Schöner, saftiger Priester. Hat man Johanne alle da, ne? Ist schon ein bisschen verrückt hier. Also in dem Spiel gibt's nichts, was es nicht gibt. Und A bis Z alles dabei, Alter. Noch eine Höhle. Ich war ein. Ach, Serana. Beruhig dich. Drin gehen
Lady, beruhig dich. Die Halle der Toten. Wo ist er dann? Der lungert da rum. Hey, Maestro. Auf meiner Reise kann ich Priester gut gebrauchen. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Ajo. Ihr wollt um Arkais Schutz ersuchen, um irgendein modriges Grab zu untersuchen. Was für Pflichter, Alter. Du bist nix. Du bist niemand. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Wisst ihr, wir von der Priesterschaft von Arkai sagen gern im Scherz, eine leere Tasche ist besser als ein... Das ist mir einer. Mike Gold nimmt da an, ne? Ich könnte euch wohl für eine kurze Unterhaltung begleiten. Nach euch. Warte ab, Alter. Das Mike Gold kriege ich wieder. So, den haben wir jetzt im Schlepptau dabei. Na, die schwingen wir uns wieder zurück zur Höhle, oder? Ah, erstmal zum Schreiner, die dich. So, komm mal mit, Minion. Oh, hier geht's schon tief runter. Das müsste ich aber überleben hier. Ach, jo, fast ohne Kratzer hier. Windklippenhöhle. Gut, alle dabei. Oh, hier sieht es echt schon wiecht aus. Oh, was ist denn da los? Wo ist er dann? Priesterin von Arkai, ich bin eure Freundin. Ihr seid mein Freund. Ja, ich bin eure Freundin und ich habe euch zum Essen eingeladen. Ich bin zum Essen eingeladen worden. Ich habe solchen Hunger. Warum legt ihr euch nicht etwas hin und ruht euch aus? Alter, was geht denn da schon wieder ab? Oh je. Ich muss mich hinlegen. Nur für einen Moment. Alter, Vater. Unser Festmahl wird gleich beginnen. Du hältst es in Schnauzen. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Ah, der Neuzugang. Ich habe gehört, ihr habt einen recht gesunden Appetit. Das Mahl steht auf Namiris Tisch. So, jetzt müssen wir denn doch umklatschen. Die Dunkelheit macht mir nichts aus. Ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Och nö. Ich habe aber gar keinen Hunger. Na gut, das müssen wir aber anknabbern, ne? Sterblicher. Ich bin Namira, Herrscherin des Verfalls. Dass ihr euch am Blut und der Galle von Arkais Geschöpfen nährt, findet mein Wohlgefallen. Ich gebe euch meinen Ring. Tragt ihn. Und wenn ihr euch an dem Fleisch der Toten labt, gewähre ich Ab euch Dank, Herren. Meine Macht. Suhlt euch in eurer Armseligkeit, mein neuester Schäfchen. Ich Alles klar. Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten so, wo ist er dann? Bekleidung. Kleidung, Bekleidung. So ist er. Namiras Ring. Ausdauer wird um 50% erhöht. Das Leichen... Zern steigert deine Gesundheit und deine Regeneration. Platinrelevant, eins der 16 detrische Artefakte.
Somit hätten wir schon 3 auf unserer Liste abgehakt. Alter, mach ich nie wieder. Die Scheiße wird direkt verkauft, Alter. Ich fress doch kein Mensch, wie sehe ich denn aus? Verfickte Scheiße, sind hier krank, Alter. Ich müsste mal eigentlich alle abschlachten. Raus hier, schnell weg. Unfassbar. Unfassbar. Das macht aber hier, ne? Können alle was noch wollen. Ich find's krank. So, wieder an Markart ankommen. Würde ich behaupten, das war's. Mit dem Dietrich-Artefakt. Dann hätte ich behauptet, sehen wir uns in der nächsten Folge. Geht's weiter mit dem nächsten. Haut rein und schön rein supporten, Alter. Ciao.